Die Arbeitswelt unserer Fluglotsen ist der deutsche Luftraum. Ihre Aufgabe? Eine sichere, pünktliche und effiziente Kontrolle des Flugverkehrs. Pro Jahr kontrollieren rund 2200 Fluglotsen im Schnitt 3,2 Millionen Flüge. Und das an 15 Verkehrsflughäfen und 4 Center-Standorten. Eine Verantwortung, die es in 2 wesentlichen Arbeitsbereichen zu erfüllen gilt. Dem Center und dem Tower. Die Center-Lotsen sind sowohl für die An- und Abflugkontrolle als auch für die Streckenkontrolle der Flugzeuge verantwortlich. Ihr Verantwortungsbereich sind die oberen und unteren Lufträume, die sich nicht in unmittelbarer Nähe des Flughafens befinden. Rund um den Flughafen herum liegt die Verantwortung bei den Tower-Lotsen. Ihre Aufgaben sind beim Abflug das Genehmigen zum Anlassen der Triebwerke, das Weiterleiten von Informationen rund um das Abflugverfahren und das Erteilen von Roll- und Startfreigaben. Bei der Landung sind ihre Aufgaben das Entgegennehmen der Maschinen von der Anflugkontrolle, also den Center-Lotsen, und das sichere Zum-Boden-Führen der Flieger. Außerdem behalten sie während der ganzen Zeit immer den Boden und Nahverkehr im Blick.